Pitt flirtet wieder Usher, Trennung nach 10 Jahren. Amazon-Gründer Jeff Bezos ist reichster Mann der Welt. Natalie Volk, Urteil gegen ihre Mutter ist gefallen. Mel B. Unfassbare Vorwürfe gegen Ex-Mann Steffen Belafonte. Emma Watson, Tattoo für Paar bei der Oscar-Party. Harley Hasselhoff macht jetzt ihr eigenes Ding. Alessio lässt nichts anbrennen mit Fotofeld gegen Hater. Daniela Katzenberger. Enrique Iglesias knutscht seine Tochter. Sie schrieb einen anonymen Blog. Meghan Markle, 36, wurde als Autorin eines geheimen Online-Tagebuchs entlarvt, in dem der harte Aufstieg einer Hollywood-Schauspielerin detailliert beschrieben wird. Die Verlobte von Prinz Harry, 33, nannte sich laut Daily Mail selbst The Working Actress und benutzte die Silhouette eines leeren Regiestuhls als Logo für ihren anonymen Blog, der in anzüglicher Sprache geschrieben ist und aufschlussreiche Geständnisse offenbart. Den Blog hatte sie demnach im Januar 2010 gestartet. Markle erzählte ihren Lesern damals, wie hart der Weg zu Ruhm und Anerkennung in Hollywood sei. Sie schrieb: "Ich bin eine arbeitende Schauspielerin. Ich habe keine Entourage, keinen Stern, bin nicht in den Klatschblättern." Sie sei jedoch eine der wenigen Glücklichen, die keinen Nebenjob brauche, um sich ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Die restlichen 300 Tage seien allerdings härter, als so manch einer denken mag, schrieb sie süffisant. Auf Twitter machte sie laut Daily Mail stets Werbung für ihren Blog, versuchte mit neckischen Tweets Leser anzulocken. So soll sie beispielsweise geschrieben haben: "Komm und lies über das Mädchen mit den magischen Brüsten." In einem weiteren Tweet hieß es angeblich: "Komm und lies über Sex. Viel Sex, ich dachte, ich halte das alles nicht mehr aus." Mittlerweile führt Markle einen glamourösen Lebensstil, doch in ihrem Blog enthüllte sie auch, dass in Hollywood für junge Schauspielerinnen ein rauer Wind weht. Sie habe am Set ertragen müssen, wie Müll behandelt zu werden, musste Schauspieler mit schlechtem Atem küssen und weinte am Ende stundenlang: "Weil ich dachte, ich halte das alles nicht mehr aus." Nach einer Jobabsage habe sie sich mal schluchzend mit einer Flasche Wein und Keksen im Bett verkrochen, heißt es weiter. Auch sei sie früher zu Vorsprechen in einem Totalwerpe-Ulten fortgefahren, der wie eine Dampfmaschine klapperte. In ihr Auto habe sie sogar durch den Kofferraum einsteigen müssen, da die Vordertür blockiert war. Markle rechnete in ihrem Blog ehrlich mit dem Job einer jungen Hollywood-Schauspielerin ab. Erst mit ihrem Durchbruch in der Anwaltsserie Suits ging auch ihr Blog zu Ende. Vermutlich befürchtete sie, durch ihre offenen Tagebucheinträge ihre nun steile Karriere zu beschädigen. Ihre wahre Identität blieb bis zum Schluss ihres Blogs im Jahr 2012 ein Geheimnis. Mittlerweile seien ihre Einträge gelöscht. Spot on News.